So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Ich habe eben keine Verbindung zum Server bekommen. Das ist ein bisschen doof, weil dann kriege ich auch keinen Login-Bonus. Ja, der Typ steht da rum. Ja. Wir lassen uns davon aber einfach nicht beirren, würde ich sagen. Und gehen ins Heldenkolosseum, ja. Ich glaube, der Server ist einfach bloß gerade down. Oder irgendwie hat es beim Connecten gesponnen oder irgendwas. Irgendwas ist immer. Kriege ich zumindest meine Anmeldebonus-Kapselmaschine oder fällt die jetzt auch flach? Fällt jetzt alles flach, ne? Das ist schön. Aus einem gegnerischen Universum. Bereit für Runde 4? Du kämpfst gegen Vegetas Schüler, den Saiyajin aus Universum 6. Hey, auf welcher Seite stehst du? Trunks? Ich habe ziemlich eingesteckt und ich dachte, ich wäre langsam ganz gut. Ich wusste gar nicht, dass Vegeta einen fähigen Sohn hat. Danke für den Kampf. Oh, du bist es. Tut mir leid, dass du mir beim Verlieren zusehen musstest. Ich verliere nicht gerne, aber klar, dass Papa dich als Schüler hat. Ein guter Kampf. Bist du auch dabei? Sollen wir im vierten Kampf gegeneinander antreten? Das würde ich gerne sehen. Das wäre bestimmt eine gute Paarung. Ich hoffe, ihr gebt euer Bestes. Ich werde euch beide anfeuern. Das machen wir. Wir geben natürlich immer unser Bestes. Ja, danke, Trunks. Okay, liefern wir uns einen Kampf, an den sich alle erinnern werden. Das machen wir. So, Cover. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich nehme jetzt mal wieder direkt nach dem Aufstehen auf. Aber ich denke, das wird. Alte Strategie und direkt angebissen. Oh, der kriegt aber 1000 Angriff dazu. Das ist übel. Ich glaube, wir haben weniger Geschwindigkeit. Mir wurde auch geschrieben, man sieht die Geschwindigkeit links unter meinem eigenen Leben. Dafür bedanke ich mich sehr recht herzlich, dass ihr mich darauf hinweist. Ich habe die ja nicht gefunden. Manchmal bin ich einfach ein bisschen blind. Wir müssen uns von Goku verabschieden. Frost ist zwar nur ein Geschwindigkeitstyp. Okay, der hat es nicht geschafft, den umzunieten. Das ist gut für uns. Weil Vegeta ist ja nicht gerade zimperlich. Nicht mal mit Schülern. Ah, Mist, ich habe gehofft, wir kriegen noch einen Folgeangriff. Dann hätten wir Frost auch gut beschädigen können. Aber egal, damit ist die erste Figur raus. Gabba gibt's nie mehr. Der blöde Frost, ne? Ich finde dafür, dass er ein Saiyajin aus Universum 6 ist, hat er zu viele Figuren aus unserem Universum. Goku Super Saiyajin, okay, die Vegeta-Figur ist irgendwo klar, aber ja, dann noch Freezer, was will er denn mit Freezer? Freezer hat ihn im Turnier rausgeschmissen. Und da muss ich wirklich mal den Manga loben, den Anime loben, denn ich finde, das Turnier der Kraft ist tatsächlich deutlich besser als im Manga.
bisher habe ich immer so ein bisschen den Manga gelobt, weil ich fand, er hat viele Sachen deutlich besser und sinnvoller umgesetzt. Aber in dem Fall muss ich halt echt sagen, nein. Nö. Da gewinnt der Manga, der Anime. Seht ihr, ich bin es überhaupt nicht gewohnt, das zu sagen. Mein Körper stößt es ab. Die sind alle so geboostet. So, jetzt kann Vegeta mal zeigen, was er kann, aber ich glaube, wir kriegen nur die Vegeta-Figur tot. Weil das reicht nicht. Ne. Und langsam gehen uns die Gokus aus, die wir opfern können. Klar, er hat schon zwei Figuren verloren und wir noch keine, aber trotzdem. Kein Grund, uns die Gokus wegzunehmen. Und seine Ulti ist fertig. Das ist das nächste Problem. Boosten sich hier alle hoch. So, seine Ulti ist bereit. Das heißt, die wird er jetzt auch zünden. Und wir gehen dafür mal schön aus dem Weg. Ja, eine Genki-Dama wäre jetzt eigentlich nicht schlecht. Mit einer Genki-Dama hätten wir gute Karten. Weil die wird ja alle Charaktere treffen und damit seine Gesamt-HP da von den Figuren nochmal deutlich reduzieren. Ich dachte eben, das wäre die Ulti gewesen, war es aber gar nicht. Das da ist der ultimative Angriff. So, und jetzt sind wir nämlich dran. Problem ist, wir haben kaum noch kampffähige Figuren. Aber theoretisch, wenn der Feind Flash trifft, hat er gar keine mehr. Oder zumindest weniger. Wenn die Genki-Dama noch trifft, dann hat er keine mehr. Aber ich glaube nicht, dass die fertig wird. Und er ist einfach zu schnell. Also unseren Goku sind wir los. Ich hoffe halt, unser Vegeta hält durch. Nicht mal der schafft. Ah, Mist. Ne, dann haben wir verloren. Schade, ich hatte so ein bisschen auf den Vegeta gehofft, dass der jetzt durchhält. Weil wenn der Vegeta den Angriff von dem Freezer überlebt hätte, das wäre schön gewesen. Dann hätten wir jetzt richtig Power gehabt. Ich glaube, hier ist auch wieder gefragt, dass wir mal einen Schlag kassieren, weil wir müssen den verlangsamen. Richtig, wir kriegen zwar immer einen Charakter tot, aber halt nur einen Kronen. Und dann, wenn alle geschwächt sind, dann ist vorbei. Wir hätten 300% gebraucht. Und nicht mal dann hätten wir die Geschwindigkeit gehabt. Wir haben ja nur noch einen.
Er ist zu schnell. Zu schnell und zu stark, das passt mir nicht. Ich möchte noch mal kurz in den Kampfsimulator zurück. Figuren. Wir haben hier ein paar EP. Aber die reichen halt bei weitem nicht. Und im Laden kriegen wir ja derzeit auch nichts. Haben wir im freien Kampf vielleicht noch? Ja, da haben wir noch. Können wir nochmal gegen Gotenks antreten, aber der verdrischt uns ja auch nur. Und der gibt uns nicht mal. Das ist lächerlich. Also den mag ich nicht. Der gibt uns nicht mal was dafür. Versuchen wir es lieber nochmal mit Cover. Also hier, ein Kampf, der uns nicht entlohnt. Was soll denn das? So. Diesmal ist Kaba dran, das sage ich euch. Wir bleiben bei der Strategie, aber diesmal hauen wir einen kaputt. Problem ist halt, wir hätten in der ersten Runde den Folgeangriff bekommen müssen. Von Vegeta, damit wir Frost erledigen. Ohne Frost hätte er am Ende keine Chance gehabt. Okay, die ganzen Figuren stehen jetzt anders. Der Cover ist nicht da. Bietet uns aber die Möglichkeit, direkt am Anfang den Goku zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Eigentlich müssten wir den Frost kriegen. Das ist so das Hauptproblem. Wir müssen diesen Frost wegkriegen. Der ist zu schnell. Oder eben die ganz andere Strategie. Wir müssen Frost überhaupt nicht anrühren, sondern wir müssen Cover direkten Schaden machen. In der ersten Runde hat er bis jetzt nie was links hingesetzt. Vielleicht direkt da drauf, auf die Lücke. Diesmal hat aber Goku mehr Leben übrig. Zwar auch nicht viel, aber immerhin. Kein Folgeangriff. Die Folgeangriffe in der ersten Runde fehlen. Das ist mein Problem. Mit denen wäre das so viel besser. Und sein Angriff ist geschwächt wegen Frost. Ne, wir bleiben die Runde jetzt mal dabei. Der Goku ist raus, weil er zu wenig Leben hat. Das heißt, wenn der wieder ins Rennen kommt, dann ist er angeschlagen. Und jeden, den wir hier fertig machen können, das ist schon angenehm. Aber da müssen wir halt echt noch ein paar Figuren auf den Weg schaffen. Ja, Frost direkte Angriffe bringen überhaupt nicht. Piccolo kriegt so langsam ein paar Probleme. Aber auch nur kleine. Komm, Folgeangriff. Danke. Dann ist der Cover nämlich auch raus.
Dann haben wir jetzt beide einen Charakter verloren. Und die boosten sich immer, wenn ein Charakter fällt. So, jetzt verlieren wir Piccolo. Und er verliert Vegeta. Kriegen wir die Genki-Dama voll? Nein. Einfache Antwort, nein, kriegen wir nicht. Und wie soll man gegen so eine Geschwindigkeit eine Chance haben? Da müssen wir echt... Entweder wir müssen das machen, dass wir den Gegner verlangsamen konstant. Also im Prinzip die Vados-Strategie. Oder wir müssen dafür sorgen, dass wir ihn direkt angreifen. Dass keiner seiner Charaktere drauf geht. Ich würde mir wünschen, dass Piccolo das aushält, aber ich glaube nicht, dass er es tut. Doch, tut er. Das ist gut. Und das ist sogar sehr gut. Weil der Vegeta, der überlebt das nicht. Jetzt greifen wir ihn zum ersten Mal direkt an. Wenn wir den Freezer jetzt besiegen würden, das wäre super, aber das schaffen wir, glaube ich, nicht. Komm, Folgeangriff. Ganz knapp. Weil dann hätte er einen Geschwindigkeitscharakter zu wenig. Und dann hätten wir echt eine Chance gehabt. Aber Frost wird halt immer schneller und schneller und schneller. Und es läuft wieder hierauf hinaus. Ja, der kann sich nicht bewegen. Und wir müssen jetzt erstmal kassieren, damit wir nächste Runde überhaupt was machen können. Los, komm, lass mich die Genki-Dame abfeuern. Ja, das ist jetzt egal. Wir haben zwei Charaktere von ihm fast tot. Wenn wir die beiden tot kriegen würden, wäre super. So, wir sind unter 50% gekommen. Das heißt, jetzt haben wir eine Chance. So, wie viel Geschwindigkeit hat er? Seine Geschwindigkeit können wir noch nicht sehen. Wir können nur unsere sehen. 5000. 7000. Das könnte reichen. Ich hoffe es. Wir können es nur hoffen, dass wir jetzt genug haben. Wenn die Geschwindigkeit reicht, ihn zu besiegen... Ja, wenn er keine 300 kriegt und wir schon... Ja, wir haben es geschafft. Okay, Kaba ist erledigt. Weil der Freezer überlebt den Angriff nicht. Und das ist der Hauptpunkt. Der Freezer überlebt es nicht. Und der Goku fast auch nicht. Ob hier Dings es schafft. Ja, das ist egal. Bu ist hier relativ egal.
Weil wir haben jetzt noch zwei Charaktere, die übrig sind. Das ist nämlich der Hauptdreh- und Angelpunkt. Wir haben zwei und er hat nur noch Frost. Okay, er greift uns direkt an. Ist uns völlig egal. Weil wir greifen auch direkt an. Und wir dürfen die Genki-Dama schmeißen. Aber er hat immer noch mehr Geschwindigkeit als wir. Mit einer gegen drei Figuren ist er immer noch schneller. Jetzt ist es echt nur noch ein Rennen gegen die Zeit. Wer richtet mehr Charakterschaden an? Und er kriegt uns diese Runde nicht tot, wir ihn schon. So, Vegeta will's selber zu Ende bringen an seinem Schüler. Puh, das war echt eine knappe Runde hier gegen Kappa. Kappa? Nicht Kappa. Sind wir hier nicht auf Twitch? Nee, Kappa war wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Gefährlich. Aber wir haben gewonnen. Puh, ich hab verloren. Das war ein guter Kampf, ihr habt euch beide wacker geschlagen. Was meinst du mit wacker geschlagen? Kaioshin der Zeit? Und wieso feuerst du beide an? Ihr müsst gewinnen, sonst bekommen wir Probleme. Du hast recht, tut mir leid. Ich meine, ich hab schon verloren, also... Das weiß ich, ich habe den Bericht erhalten. Was für eine Enttäuschung. Nur noch zwei von euch sind übrig, ihr solltet in den nächsten beiden Kämpfen alles geben. Tut mir leid, aber ich bin raus. Ich werde dich anfeuern. Wahrscheinlich ist jetzt der nächste Kampf Hit oder so. Figuren. Wir haben ja jetzt wieder was zum Leveln. Also Goku muss noch ein Level hoch. Da führt kein Weg dran vorbei. Level 50 schon. Dann machen wir den Goku noch zwei Level. Okay, erstmal ein Level hoch. Gut, Leute, das war's aber für diesen Part. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Ich hoffe, im nächsten Part sind die Server wieder erreichbar. Und wir sehen uns, wenn es hier weitergeht, mit Dragon Ball Xenoverse. Bis dann, euer Wolf.